Willkommen zurück. Jo, ist meine Maus da. Okay, wir brauchen noch was. Ich muss schnabulieren. Ich habe hier auch noch was. Und den gucken wir uns mal die Quest an. Eigentlich wieder eine Quest. Ja, warum? Die wird definitiv was erfordern. Ausdauer ist ein Witz. Aber haben wir gleich. Nehmen wir zwei Stück. Und dann gucken wir mal, ob die noch was anderes gekocht haben. Ja, soweit erstmal. Nö. Okay. Yeah. Da unten wurzelt was. Und ein langes Kettenhemd. Ja, das haben wir zwei Stück. Stimmt, wir wollten jetzt diese Stumpfwaffen machen. Stimmt ja. So. Und der war's nicht. Was schwerer Knüppel war jetzt die Zweihand. Hier war es aber auch nicht. Na hier. Oh, das dürfte gehen. So. Jetzt aber erstmal hier hin. Ne, nicht dahin. Dahin. Ja, gucken wir mal, was wir da jetzt noch haben. Und was er jetzt sagt. Ja, ich habe eine Leiche hier gefunden. Eine der Wachen des Lords im Wald im Westen. Sieht so aus, als wäre die Todesursache eine Stichwunde am Hals. That is concerning. But I know there are three people who have been in that area since yesterday. Perhaps you should speak with them and get to the bottom of it. Gib mir die Namen. Hanzo Milton, Kutka Rickett and Alistair Boone. Ich werde sie befragen und sehen, was ich herausfinden kann. Okidoki, dann haben wir... Da hinten erstmal. Don't try anything stupid. Ah, schon längst zu spät, Junge. Keep going. Ja, haben wir auch. Anything you can spare, kind soul? Hey. Antwort. How can I help you? So, ich untersuche einen Mord im Wald und mir wurde gesagt, dass du in der Nähe wohnst. Hast du in letzter Zeit jemanden Verdächtigen dagegen gesehen? Well, that's concerning. I was hunting in that area yesterday, but I didn't see anyone else, just me and the animals. Between you and me, I actually feel much safer with the guards around. Du würdest also keinen von ihnen töten wollen? Not at all. Even though they tax us ludicrously high amounts, at least they keep the bandits away, sometimes at least. Verstehe, danke für deine Zeit. Also Milton ist es nicht.
Und das ist der praktisch gleich hier vorne. What do you need? Na, jemand wurde in den Wäldern in der Nähe des deines Wohnortes getötet und ich sammle Informationen. What? Who? Einer der Wächter des Lords. Oh, well, that's not surprising. They push us around so often. It was only a matter of time before someone pushed back. Klingt so, als hättest du ein Motiv und du bist nicht besonders schockiert über die Nachricht vom Mord. If you're trying to accuse me, you needn't. I was in the woods walking my dog without any weapons. So unless the guard was killed by a dog bite, it can't have been me. Wenn du meinst, danke für deine Zeit. Okay, Milton und er waren es wahrscheinlich auch nicht. Oh, da wir erstmal einen extrem weiten Weg haben, wie es aussieht, würde ich sagen, das war er. Oder das ist er. Wobei, der wohnt ziemlich weit weg. Der wird eigentlich keine Probleme mit den Wachen haben. Oder die Lügen muss alle haben. Nicht gut, leider. Ich habe eine Leiche am Wald gefunden. Du wohnst in der Gegend. Hast du in der Gegend klar, etwas Verdächtiges gesehen? Irma, that is terrible. I live nearby, yes, but I rarely go deep into the woods. It's too dangerous for me, so I haven't seen anything suspicious. Bist du sicher, dass du nichts gesehen hast? No, I'm sorry, I'm no supporter of the Lord's guards, but I would never condone murder. Dann mit der Zeit. Ja. Scheiße. Ich hoffe, wir haben jetzt noch irgendwelche Möglichkeiten. Nicht, dass wir uns jetzt einen Namen aussuchen müssen. Weil das wäre jetzt also ja gut. Normale Polizeiarbeit heutzutage. Moment, wir können doch bestimmt auch in den Häusern rein, oder? Ich gehe nochmal kurz zurück. Gucken wir wieder am Haus, was wir da finden. Und dann gucken wir uns die anderen Häuser nochmal an. Also muss er bestimmt irgendwo Hinweise geben. Also der wird wahrscheinlich jetzt hier kein Brief oder Tagebuch schreiben. Aber vielleicht eine Wortwaffe oder so. Also Briefe sind hier, aber nichts, was man mopsen könnte. Boah, lesen. Ich
liegt eine Waffe hier? Aber auch nicht. Okay, beim Elster haben wir nichts. Gucken wir bei den anderen nochmal nach. Ach ja, ein bisschen rumrätseln, das ist doch schon wieder schön. Der kann laufen. Einfach schön. Ich denke mal, wir werden bald mal Blackbird Pool versuchen zu erobern. Mir gefällt das zwar jetzt nicht, dass da hier und da welche rumlaufen und uns damit eventuell stören könnten, aber wird Zeit. Ja, Hausversuchung. Okay. Okay, hier ist nichts. Denn nee. Dann. Juhu, Ritterhelm. Sommersand, denen geht's nicht gut. Ja, okay, ich meine. Der hat zwar ein Messer, aber er ist ja scheinbar Gerber. Also wird das schon berechtigt sein, dass er eine Klingenwaffe hat. Okay, wir konnten bis jetzt nur in ein Haus rein. Okay. Der sieht auch schon ein bisschen krasser aus, ne? Bei dem hat er eine komische Mütze auf. Krasser Hut. So, was sehen wir jetzt? You are back. Who do you think is the killer? Na toll. Scheiße. Aber ich gehe mal vom Logischen aus. Oder je nachdem. Bei Alice war aber die einzige Bude, wo wir rein konnten. Bei den anderen beiden nicht, also. Wir versuchen es. Really? Why? Er wusste, dass das Opfer einer der Wachen des Lords war. Ein Detail, das ich nie erwähnt habe. Das konnte er nur wissen, wenn er der Mörder war. Hä? Echt jetzt? Haben wir das nicht erwähnt? Oh, okay.
I see. Well, I'll send some men to find and arrest him. If you have time, could you search his home? We'll need evidence if we're going to imprison him. Hm. Jo, ich werde nachsehen. Toll. Jetzt dürfen wir dann nochmal hin. Keep going. Halt's Maul. Jetzt bist du hier Ruhe, scheuche Junge. Ja. Richtiges Bauchgefühl. Allerdings mit einer anderen Erklärung als wir dachten. Gut. Tja, sollten wir mal genauer lesen, ne? Was heißt wir? Bin dann ich. Denn mal hier hab's mit Sicherheit gesteckt gehabt. Zumindest die Detektive unter euch. Wobei ich bei so einem Detail eigentlich immer ein gutes Auge für habe, aber okay. Wahrscheinlich gleich wehren, glaube ich. Ich bezweifle, dass es ihnen gefallen wird, wenn wir da Beweise und so finden und mitnehmen. Dazu. Der kann ich doch. Da. Echt jetzt? Der Tagebuch? Der Geist meines Ahnen hat mir das Licht gezeigt. Ich werde in seinen Fußstapfen treten und der Ketzerei ein Ende setzen, die in diesem Land grassiert. Es ist meine Pflicht. Ich habe den ersten Ketzer ausgelöscht. Einer der Wachen des Lords. Ich glaube, er wurde misstrauisch gegenüber meiner Arbeit. Aber das ist erledigt. Mein erster Mord. Und mein Herz rast immer noch. Ich kann es kaum erwarten, das Grab meines Vorfahren zu besuchen und ihm zu erzählen, was ich getan habe. Ich bin sicher, er wird sich freuen. Koordinaten sind am unteren Rand der Seite gekritzelt, die zu einem Baum südlich von Blackwood Spur führen. Dort könnte sich das Grab des Vorfahren befinden. Toll. Ey, wann ist denn der Blöde losgelaufen? Ja, der muss ja kurz nach uns los sein. Hui. Hui. Ho. 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 Moment, woher kann ich das? Ho. Oh. Ah ja, Minecraft. Die Nasen. Auch lustige Gesellen. Also, falls jemand die nicht kennt, das sind die Dorfbewohner, die Nasen. Aber wenn wir schon mal wieder hier sind, können wir gleich nochmal gucken. Dunkel. So, das Gute ist aber,
Wir decken jetzt wieder ein bisschen was auf. Ach, guck mal, da ist ein Friedhof. Gut. Hui. Oh. Moment. Ah, da haben wir noch. Stay away from me. Fremder. You will not stop me. I have a greater purpose than you could possibly believe. Ja, es ist vorbei. Bitte gib dich friedlich auf. A heretic like you will never triumph over me. Wenn du meinst. Na toll. Das Buch große Oberstier. Okay. Von Generation zu Generation immer weitergehen vom Oberaufseher. Im Kampf gegen die Blasphemie. Ah, und zur Rettung der Seelen. Okay. Oh, hier. Ja. Hey, schön. Hä? Ja, gut, noch besser. Aber wenn das Opfergaben waren, war das nicht, ist das denn hier nicht so ein Ding? Okay, schreiben wir nicht so ein Ding. Ja, okay, ist auf der Karte auch nicht auch markiert. Aber sonst hätte ich jetzt echt gesagt, das wäre jetzt so ein Altar, so ein Schrein. Und zwar von Blacker Spur, aber okay. Schäumen wir nicht. Oh, scheiße. Das ist dunkel. Und das bedeutet, die sind alle pennen. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen wieder nach Hause und dann wieder zurück. Guck mal, hier wohnt er, ja? Können wir hier rausholen? Ey, hau wachen. Ey. Hundchen. Ich will eine Quest abgeben. Komm raus. Jetzt komm mal raus hier. Ja, gut. Dann nicht. Don't try anything stupid. Ja, zu spät. Wie auch noch. Aber schön, dass sie die Hoffnung für mich aufgeben. Dass sie eventuell nicht doch mal was Doofes anstellt.
Ich meine, die Hälfte vom Land hier gehört uns oder so. Hey, ne? Don't try anything stupid. Entschuldigung. Deine kleine Axt da. Nee. Dein. Ach schön, jetzt gehen die alle nach Hause. Au, wo kommen die denn her? Das sind alles Jäger? Krass. Ich bin nicht weit gekommen. Ich meine, wir waren jetzt 7 Stunden weg. Badly. Yeah, I'm too hungry. Don't try anything stupid. Have a game guys to Dobby. Falsch aus, ne? Okay. Dann ist das halt so. Keep going. War schön, wie alle hier einfach ruhig sind. Ja du, ich glaube, ich hab da so 2 Sachen für dich. Ja. Oh, ich fand ihn auf einem Friedhof. Unglücklicherweise griff er mich an und ich musste ihn töten. That is unfortunate, but I am grateful for your assistance and I am sure the villagers will be too. Take this as a reward. ja, danke. Bevor ich gehe, habe ich mal ein Buch gefunden beim Keller. Ist das? Ja, das hätte er versucht, die heiligen Texte wiederherzustellen. The Book of the Overseer? I have never heard of such a thing. It could be something dangerous or just the rantings of a madman. Either way, you should keep your ear to the ground in case you find any further information on it. Natürlich, das werde ich tun. Okidoki. Schön, eins haben wir uns behalten. Tja, man weiß doch nie, ne? Werden wir wohl die nächsten Killer. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Die Quest ist vorbei. Ja. Nee, das war die Sehenswürdigkeit. Das haben wir gesehen. Ja. Mann, alles schon entdeckt hier.
Ja, ich glaube, ich werde das mal abgleichen mit Dings. Mit fertigen Karten. Sonst suchen wir uns ja dumm und dämlich. Wobei, so wirklich. Ja, obwohl. Sag mal, das hier verstehe ich sowieso nicht krass mehr. Also wir haben bis jetzt immer alle relativ in der Nähe gehabt. Ja, und bei Bradford jetzt nicht. Also das ist... Ja, das könnte Bradford sein. Ja, in dem Fall könnte es aber auch hier so sein, ne? Also für einen Horn dienen. Den würde ich aber trotzdem nicht verstehen. Was Spaß ist, dass hier nur noch das Wasser. Naja. Genug gerätselt, wir werden schon finden. Gut, was geht denn hier jetzt ab, ne? Keine Bronze fehlt noch. Ne, das. Leute, ne? Das ist doch easy peasy. Guck mal, gehen wir da hin. Tjo, huch, so kaum oder? Curious times we live in with talk of wars and rebels and such. Jojo. Ah. Ja gut, die packen wir dann noch woanders hin. Gehst du forschen? Was macht der denn jetzt? Oh, schau mal, geht es zum Jäger. Happy days, all thanks to you. Jo, gerne. Oh man. Okay, die Dingsen noch. Ein Plattenkürbis, nicht schlecht. So, 85, 28. Jo, behalten wir den. Jo. Erstmal hier. Rote Werk, dieser Werk, so. Dit. Dit, nochmal Brote, da, da, dit, und dit, und dit. Würde ich jetzt so sagen. Jo, 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 doch, so. Okay. Warum liegt das da drin?
happy days, all thanks to you. Okay, die brauchen noch. Ja. Oh ja. News from the kingdom is always something. Jo, dann bauen wir davon auch mal drei Stück oder so. Wasser, das mache ich heute. Ich würde auch hier noch ein bisschen Eisen und so weiter hier machen. So dass wir halt nächsten Folge ein bisschen Vorsprung haben. Na, zumindest was da angeht, dass die hier rummachen können. Während wir dann weiter nach den Sehenswürdigkeiten gucken. Diesmal natürlich mit ein bisschen Spoiler für mich. Also ungefähr. Ich rede gleich halt nur ab, welche Punkte ich habe und welche Punkte nicht. Und dann gucken wir die Punkte an, die wir nicht haben. Also Leute, macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Tschüss.